Ja, die Rechte der Bürger müssen im Netz geschützt werden. Aber auch der Staat muss sich umgekehrt immer mehr schützen. Am Donnerstag dieser Woche wurde von Bundesinnenminister Friedrich das Cyberabwehrzentrum in Bonn eröffnet. Was es bewegen kann, fraglich. Fakt ist jedoch, der Staat und auch Unternehmen, denken wir an Sony, werden immer häufiger Ziel von Internetattacken. Und immer häufiger steckt hinter solchen Attacken eine Gruppe namenloser Netzaktivisten. Anonymous. Dezember 2010. Auf Druck der US-Regierung kündigen Unternehmen wie Amazon, PayPal, Mastercard und Visa die Zusammenarbeit mit WikiLeaks. Was folgt, sind koordinierte Attacken aus aller Welt gegen die Webseiten dieser Firmen. Diese sind vorübergehend nicht mehr erreichbar. Hinter der Aktion verbirgt sich das Internetkollektiv Anonymous. Fast keiner kennt hier die Identität des anderen. Das Erkennungszeichen in der realen Welt ist die Maske des Comichelden Guy Fawkes, der in einem England der Endzeitzukunft gegen ein faschistisches Regime kämpft. Wir sehen einen Missstand, wir finden, dass da etwas nicht in Ordnung ist, und dann versuchen wir eben mit Attacken diesen Zustand zu verändern. Technisch laufen solche Denial-of-Service-Attacken oder kurz DDoS-Attacken höchst einfach ab. Bei einer Software wird einfach die zu attackierende Internetadresse eingegeben und eine Reihe von Testanfragen gestartet. Tun dies nach Absprache weltweit viele zugleich, bricht der Server unter der Last der Anfragen zusammen. Das Anonymous-Kollektiv sieht darin quasi eine digitale Sitzblockade. Während die Gerichte dieser Welt, auch die Deutschen, das bewusste Blockieren eines Servers für strafbar halten. Das ist aber eben nichts anderes, als wenn jemand zu oft auf diese Webseite klickt. Bloß, dass natürlich ein bisschen mehr Stoßkraft hinter ist, wenn das mehrere hundert Leute machen, ganz klar. Und es hat für die Leute, die mitmachen, immer einen Hintergrund. Aber das ist ja nichts Gefährliches. Also es kann mir keiner erzählen, dass aus dem Lahmlegen oder Stilllegen einer französischen Webseite eines Energiekonzerns plötzlich ein Hackerangriff auf das AKW wird, wie es dann betituliert wurde in den Medien. Bei einer Attacke mitmachen muss keiner. In Chats wird diskutiert und abgestimmt, welches die nächsten Ziele sein könnten. Es gibt keinen Anführer oder keinen, der das alles jetzt bestimmt oder der sagen würde, wir machen das jetzt so und so und dann müssen alle folgen. Das gibt's nicht. Also es wird alles einfach so, jeder bestimmt es für sich selbst im Prinzip, ob er Lust hat hinzugehen oder nicht. Nach den Anfängen mit Protesten gegen Internetzensur durch Scientology hat Anonymous heute nicht nur die unterschiedlichsten Anhänger, sondern inzwischen auch vielfältige Gegner. Mit der Zahl der Attacken wuchs aber auch die Zahl der Feinde. Die NATO hat so unlängst in einem Dossier Anonymous als bekämpfenswerter Hacker bezeichnet. Derjenige, der es geschrieben hat, überlegt, ob man den sogenannten Artikel 5 nicht auf Anonymous anwenden kann. Das heißt, dass Anonymous als terroristische Organisation behandelt wird. Und das, obwohl niemand zu Schaden kommt. Dabei hat Anonymous ganz ähnliche freiheitliche Ziele wie vielleicht die NATO selbst. Aktionen gegen ägyptische oder zuletzt iranische Server hatten jedenfalls nur ein Ziel: Freiheit. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Tja, Anonymous, spannendes Phänomen, wie ich finde. Was ist denn so die Motivation dahinter? Ist es wirklich, sind das politische Freiheitsziele oder vielleicht zum Teil doch nur einfach Schadenfreude? Ja, beides. Also das ist sicherlich eine große Bandbreite. Das ist einerseits der politische Anspruch, den viele sicherlich haben. Andererseits tatsächlich Spaßfaktor. Man macht es einfach aus Spaß oder um zu sehen, was so passiert. Das ist sicherlich total heterogen. Sind sich die Leute zum Teil bewusst, dass sie tatsächlich was Illegales zum Teil machen? Also sie wissen das sicherlich, dass das in der vermeintlich realen Welt für sie dann auch Konsequenzen haben kann. Aber vor allem in ihren persönlichen Bezugsgruppen oder in ihren Kreisen, in denen sie das dann durchführen, ist das natürlich anders. Also da sieht man das dann nicht als Straftat. Und da bezieht man dann auch im Wesentlichen die Legitimation, dass man sowas machen kann und damit dann auch eben nicht sich auf strafbares Terrain bewegt. Anders als bei der digitalen Gesellschaft, um da nochmal anzuknüpfen, gibt es keinen Kopf bei Anonymous, jedenfalls keinen bekannten Kopf. Wie kann es so strukturieren?
strukturlos funktionieren? Ja, es ist ja nicht strukturlos. Es gibt verdeckte Strukturen, also die etablieren sich früher oder später immer. Es gibt immer einen, der ein bisschen mehr machen kann, der ein bisschen mehr Ahnung hat, der ein bisschen mehr Geld oder Zeit oder was auch immer hat, um sich da dann in einer Gruppe zu lokalisieren. Und das weiß man auch, das akzeptiert man auch. Und dann zerfallen diese Gruppen halt auch relativ schnell wieder. Den einen Kopf gibt es natürlich nicht so wie bei WikiLeaks zum Beispiel, wo man das ganz klar festmachen kann. Aber definitiv gibt es da Strukturen, die sind halt nur ein bisschen fluider. Und sicherlich ein Phänomen, von dem wir jetzt noch öfter was hören werden. Das denke ich auch. Nochmal vielen Dank für das Gespräch. Leider viel zu kurz, aber vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie da waren.